Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. For the Lost Players. Heute am ich habe gerade wieder 10 Minuten trainiert, tatsächlich aber ohne Pilz. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo war denn der? Heute am 17.12. um 12.41 Uhr mittags. In der letzten Folge haben wir den die XXL Flammensäule hinter uns gebracht. Wir konnten sie bewältigen. Sie war ja auch letztendlich kein großes Hindernis, nur beim ersten Mal ist es natürlich erstmal ein Schrecken, wie man sich vorstellen kann. Und wir wurden aber dann danach direkt mit einem weiteren Hindernis beglückt, mit dem schlimmsten, den man sich so vorstellen kann, dem Hammerbruder. Wobei man da auch fairerweise sagen muss, dass das ebenfalls eine Schrecksekunde gewesen sein könnte, denn Hammerbrüder sollte man, sobald sie auf dem Bildschirm erscheinen, direkt penetrieren. Dann sind sie auch gar keine große Gefahr, ja. Also nicht so groß, wie wenn sie... Wenn sie erstmal anfangen zu werfen, dann ist halt meist wirklich Game Over. Vor allem, wenn man da keinen Pilz hat. Und in den meisten Fällen werden wir halt offensichtlich keinen dort haben, weil es schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Es ist sehr, sehr schwierig, dort unbeschadet hinkommen zu können. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier 10 Minuten nochmal geprobt. Und ich habe wirklich einmal das erste Level geschafft. Wäre natürlich jetzt dementsprechend wieder sehr, sehr tragisch, wenn ja, das so wäre, ne? Wenn wir jetzt 10 Minuten hier wirklich hinein investieren müssen. Und wenn wir schon über Zeit reden, muss ich ja mal sagen, dass ich sichtlich schockiert war, ne? Dass da die gestrige Folge, die erste, die ich da aufgenommen habe, 40 Minuten lang war, Mann, ey. Ich dachte so, ja, 25 oder so, aber ja, ich war dann doch schon sichtlich schockiert und habe es dann dementsprechend auch nicht mehr wirklich geschafft, noch am selben Tag zu bringen, weil ich ja dadurch, dass meine Videos ja 4K sind in Anführungszeichen, Moment, da sehe ich gerade, dass ich mein Telegram nicht geschlossen habe. Ist gerade eine Nachricht reingeflutscht. Ist der Sound jetzt leiser geworden? Hoffentlich nicht, ey. Das wäre ja komisch. Aber es ist ja auch, der Sound ist ja auch nicht etwas, was wir hier wirklich brauchen. Allerhöchstens, wenn wir dann zu Bowser kommen würden, wäre es natürlich schön, wenn wir ihn nochmal ein wenig hören könnten. Aber ja, das darf man ja an dieser Stelle bezweifeln. Ich finde es, wie gesagt, komisch, weil ich meine, gestern kam ich ja auch nur mal aus der Pause und so, dass, ja, das sind so die Sachen, die kann man nicht verstehen, muss man aber auch nicht verstehen. Man darf es halt, wie gesagt, nicht zu sehr an sich heranlassen. Und man sollte stellenweise wirklich aggressiver spielen oder zumindest krampflosiger. Krampflosiger. Ihr wisst, was ich sagen will. Das war ja auch gestern so dieser Witz, das war genau diese Einstellung letzten Endes. Ich glaube, das war aber auch mein letztes Leben, oder? Nee, ich glaube, ich hatte noch so 3 Leben. Kam dann zum Hammerbruder, war aber so gebrochen, dass ich, ja, dass ich dann nicht mehr wieder dorthin gekommen bin. Und, es war aber, wie gesagt, letzten Endes diese Einstellung, die mich dann eventuell doch überhaupt erstmal so weit gebracht hat und dafür gesorgt hat, dass wir dann doch irgendwo gewissermaßen wieder minimal Motivation generieren konnten, weil wir nun mal ein Stück weitergekommen sind. Ich habe gerade so einen Bruchteil einer Sekunde habe ich an den Pilz gedacht, dachte mir aber so, ja, nee, und ja, doch vielleicht, und knall ich jetzt dagegen, knall ich nicht dagegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ich erwähne das, weil das eventuell damit zu tun haben könnte, dass ich da jetzt verreckt bin. Vielleicht war Mario aber auch einfach wieder kernbehindert. Ich glaube, das war dieses Mal kein Leck, aka kein E-Girl. Das war vielleicht wirklich einfach nur, ja, Mario. Marios Schuhe sind kaputt, ihr müsst euch das mal geben. Wie viele Stunden er auch schon am Stück unterwegs ist mit denselben paar Schuhen, ne? Ich meine, klar, für uns ist mittlerweile sind 7, 8 Monate vergangen oder so, kein Scheiß. Ich glaube, so lange sitze ich an dem Heck hier schon. Natürlich immer mit den gewissen Pausen. Aber ja, er, das ist unfucking fassbar. Er macht das ja quasi am Stück, und der Witz ist ja, dass man dann vielleicht auch, jetzt könnte man beispielsweise auch schon neu laden, weil man, klar, man kann in 8.3 kann man dafür sorgen, dass
die Leben quasi eingefroren werden. Aber wenn man dann im Schloss ankommt, dann hat man ja nun mal diese drei Versuche. Also halt zwei Versuche weniger und... Okay. Was zum Fick, ey. 8-1 und 8-2. Ist das jetzt euer Ernst? Ja gut, ich meine, wenn ich... Ja, warum müssen die Pilze auch immer so liegen, dass man gar keinen Bock hat, die einzusammeln, Mann? Es geht so viel schneller. Ja, wenn ich dafür dann im Umkehrschluss keine Probleme mit 8-3 habe, dann sage ich okay. Ne? Und man sieht hier auch, das ist wirklich der Pilz, der hält halt einfach auf. Es gibt so ein, zwei Stellen, die könnten so ein bisschen nervig sein, aber ja, dann hat man das hier. Hier ist schon so die Stelle, wo ich sagen würde, man hat es ja im Grunde schon geschafft, wenn man nicht wieder so kernbehindert ist wie ich und dann da an dieser einen Stelle runterfällt. Ja, da wollte ich nicht warten. Da wollte ich nicht warten. Hier könnte man sich potenziell nochmal den Kopf stoßen, aber auch nur, wenn man, wie gesagt, komplett behindert ist. Ja, geht doch. Und hier möchte ich ja sowieso klein werden, beziehungsweise würde ich ja sowieso gleich einen Pilz kriegen. Von daher, so muss das sein. Aber ich bin immer noch nicht zufrieden, weil theoretisch, zeittechnisch hätte ich jetzt schon im Schloss sein können. Mittlerweile ist so mein Gedankenset. Jede Folge, die schlosslos stattgefunden hat, ist keine gute Folge tatsächlich. Aber mittlerweile ist auch wirklich jede Folge keine gute Folge mehr, wenn ich nicht das Ende erreicht habe. Von daher. Aber ja, lasst mich mal ganz kurz, weil wir haben ja auch... über die Tatsache gesprochen, dass ich ja so ein kleines, was bisher geschah, gemacht habe. Natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet, ja, ich bin stark davon ausgegangen, dass nicht mehr so viel kommt. Man hätte jetzt natürlich auch wieder Stoff gehabt, um dieses, was bisher geschah, nochmal optimieren zu können, ne? Beispielsweise diesen Hammerbruder da, der ist jetzt, wow, danke Leck, der ist jetzt ja beispielsweise nicht im Musikvideo, aber ja, dieses, was bisher geschah, ist natürlich inspiriert worden, wie bereits erwähnt, durch Supernatural. Ich habe in den vergangenen Hexen, in den vergangenen Jahren ein, zwei Mal über Supernatural geredet. Eher schlecht tatsächlich, weil, ja, es einfach aus gewissen Ansätzen schon ziemlich behindert ist. Ich kann es an dieser Stelle nochmal ganz kurz erzählen. Ich versuche das natürlich spoilerfrei wiederzugeben. Ursprünglich, also die Serie ist seit 2020, glaube ich, vorbei. Und ursprünglich waren nur 5 Staffeln geplant. Oder waren es 6? Das verwechsel ich immer. Ich glaube, es waren 5. Ja, der ursprüngliche Entwickler wollte nur 5 Staffeln haben. Aber da die Serie so gut ankam, hat man es jetzt letzten Endes, hat man sich auf 15 hochgeboxt. Und sie haben dann tatsächlich auch freiwillig aufgehört. Also sie wurden jetzt nicht abgesetzt oder so, so wie das bei den meisten Sendungen ist, sondern sie haben freiwillig den Stecker gezogen, haben gesagt, okay, Interview-Zitat quasi, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist und so weiter, ja, und die Schauspieler wollen mehr Zeit mit ihren Familien verbringen, weil sie mittlerweile irgendwie jeweils 3 Kinder gemacht haben oder so, keine Ahnung, wie sie das während der Drehs gemacht haben, aber okay, ja, nein, die müssen natürlich irgendwann auch mal zu Hause angekommen sein, ist ja ganz klar, aber, ja, ich weiß nicht, es ist so, ja, sollte man ja im Vorfeld wissen, ob man sich Kinder leisten kann oder nicht, zeittechnisch, aber klar, ich meine, wer nun mal Hauptdarsteller der erfolgreichsten Serie von, wie hieß sie? Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, CBC oder so ist. Amerikanisch gesehen hat einfach mit zu der erfolgreichsten Serie gehört. Der hat wahrscheinlich auch einfach eine Menge Kohle auf der Tasche und wer Geld hat, kann natürlich auch einfacher für seine Kinder sagen. Aber gut, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Letztendlich, ja, wollte ich ja über die Serie reden. Also man merkt halt auch wirklich, dass die Serie nur 5 Staffeln haben sollte. Ironischerweise habe ich tatsächlich die 4. nicht komplett gesehen und die 5. gar nicht, ja. Und irgendwann habe ich dann mal gehört, oh, die Serie läuft immer noch. Was? Es sollen mittlerweile 9 Staffeln oder so existieren. Das war, glaube ich, 2015, 16 oder so. Und da meine Mutter ja die 5. und 6. schon gesehen hat, habe ich gesagt, ja, okay, gut, dann lass einfach ab der 6. weiterschauen. Mir doch egal. Und man merkt halt wirklich an der Art, wie die Folgen von dannen gehen, wie das aufgebaut ist, dass das, ja, es wurde künstlich in die Länge gezogen, aber irgendwann hat man bei mir dann doch wieder einen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß nicht, ist es dann vielleicht doch stellenweise wieder besser geworden oder hat man sich einfach damit abgefunden oder so. Auf jeden Fall sind wir jetzt in der letzten Staffel. Also wir haben ja, wie gesagt, 2000, ja, spring, 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 spring.
gut, dass ich es in der Folge doch noch geschafft habe. Wir haben 2016 ein paar Staffeln geguckt und jetzt halt, während wir Corona hatten, dann nochmal so 2-3 Staffeln, sind jetzt bei der letzten, bei der 15. Und ich muss sagen, das könnte tatsächlich meine Lieblingsstaffel werden, weil sie ist quasi... Okay, ich sollte jetzt... Ich halte mal wieder ganz kurz die Klappe hier. Das ist ja dann doch sehr, sehr wichtig, dass wir hier... Ja, das war jetzt aber komisch. Normalerweise komme ich ja bei der Statue an, bevor sie schießt, ne? Das verwirrt dann natürlich sehr, weil man macht ja nicht wirklich einen Speedrun, aber man ist schon dann so gewisse Abfolgen gewohnt und wenn sie dann irgendwie anders sind, kann das schon sichtlich verwirren. So, da habe ich explizit wieder darauf geachtet, dass ich direkt durchstürme. Bei den Bombis muss man, wie gesagt, einfach nur schauen, dass man sie ignoriert. Sie machen ja im Grunde ihr eigenes Ding und dann hat sich das ja. Und das ist er, Leute, das ist ja der mächtige Pilz. Er möge bitte weitestgehend mein Begleiter werden. Weder in guten noch in schlechten Zeiten sollte er sich von mir scheiden. Gut, in den guten kann das ja gerne machen, ja. Also ich sehe, würde es als gute Zeit ansehen, wenn ich den Hack beenden würde. Also wenn ich Bowser penetriere, dann kann er gerne gehen. Kann er gerne gehen, ja. Da akzeptiere ich dann die Scheidung ohne gerichtliche Verfahren und so weiter. Aber bis dahin möge er doch bitte, oder zumindest bei dem Penis XXL und so, aber gut, hat sich ja erledigt. Es war aber gerade so diese eine Bombe, die da links von mir als erstes runterprasht. Das ist so behindert. So, wie gesagt, aggressiv spielen. Wow, ja, die Hitbox ist auch, ja, ne? Hat man gerade gesehen, dass man auch wirklich nicht so viel Angst haben sollte. Aber ich... Es ist immer wieder dasselbe. Man hat es irgendwie im Kopf, wahrscheinlich auch stellenweise am Kopf, weil man es ja... Ich habe es irgendwie vergessen oder dachte, es kommt vielleicht noch eine Nummer später oder so. Naja gut, 5 Versuche noch. Das dürfte, je nachdem wie wir spielen, vielleicht zeittechnisch auch ganz gut passen. Ja, tut mir jetzt leid wegen dem Thema und so weiter. Was soll die Holocaust-Fotzen-Scheiße jetzt? Das ist gut. Ja! Was? Er hat gesagt, das passt zeitlich. Warte mal, da entweder möchte die höhere Macht dafür sorgen, dass ich hart überziehe oder mich so schnell Game Over machen, dass ja, dass man sich dann denkt, okay, gut, was mache ich jetzt? Was? Warum? Warum nicht die anderen 20 Versuche? Warum jetzt? Das muss ich mich jetzt an dieser Stelle einfach fragen. Okay, wirklich, ich schwöre, der hat doch... Ich hatte stellenweise auch die... Ich habe es nicht geäußert, aber hatte gedanklich so das, die Theorie, dass er auch erst schießt, wenn man wirklich diese graue Ebene einfach, auf der er ist, betritt. Also quasi, als wenn das irgendwie so ein... Als würde die Statue so lasermäßig, sensorenmäßig darauf reagieren, dass man auf derselben Ebene wäre. Und dann schießt er einfach jetzt vorher schon. Es ist immer irgendwie anders. Wie gesagt, wie soll ich damit arbeiten? Wie soll ich einfach damit arbeiten? Richtig, richtig behindert, ey. Okay, ja. Ich kann ja noch nicht mal... Ja, doch, eigentlich schon... Naja, ich wollte gerade sagen, wenn ich den wirklich, den Pilz mit zur Wassersektion bringen könnte, aber ich könnte ja trotzdem von irgendwelchen Spasten getroffen werden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass mir dann noch irgendwas passiert, ist halt sehr, sehr gering, muss ich sagen, ja. Ey, in diesem Spiel gab es noch nie einen Checkpoint, ne? In diesem Spiel gab es einfach noch keinen Checkpoint. So, nach dem Hammerbruder wäre das schon echt genial. Warte mal, kann ich denn... Ja, okay, wir könnten das so machen. Und dann falle ich einfach runter. Nein, glücklicherweise... Es war ein Spaß, Mann. Okay, so können wir das machen. Das ist wirklich eine schwierige Situation mit dem Bomber da. Aber es sah jetzt auch gefährlich aus. Wow. Ja. Ist natürlich auch einfach... Was für ein Timing, ey. Ich würde ganz ehrlich... Ich stelle mich jetzt mal hier unten hin. Ja, genau, so. Dazwischen, Alter. Dazwischen. Denk an den... Ja, unten ist gefährlich, aber was soll ich tun? Denk an den... Jetzt kommt er. Nein! Was ist denn jetzt schon wieder schiefgegangen, Mann? Ich war gedanklich... Dachte ich mir schon, yeah, da kann ich... Durch den Hammer, wirklich, ich sag euch, die sind irgendwie anders platziert, die Kupi. So, ich spring, muss jetzt direkt durch. Muss jetzt direkt durch, Alter, ich hab Herzrasen. Okay.
Ich hab's versucht. Nächste. Ja, das Ekelhafte ist ja, dann hast du diesen Adrenalinschub und du schaffst es aber nicht und du musst jetzt den Schub wieder wegkriegen, ne? Ich will ja nicht sagen, dass meine Hände zittern, aber ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass sie hundertprozentig ruhig sind. Nächste Strategie wäre zu sagen, okay, also das... Ich meine, Hammerbrüder sind zufällig, aber... Wenn wir jetzt mal behaupten, der erste Hammer wäre immer flach, dann würde ich jetzt sagen, okay, ich muss in der Mitte kurz innehalten. Kurz vor ihm. Weil dann wirft er einen flachen und im besten Fall springt er hoch und wirft einen hohen oder er wirft einen hohen, ohne hoch zu springen. Und dann, ne? Ich hätte aber natürlich auch einfach den Auschwitz-Pilz haben können, ist ja ganz klar. Aber irgendwie meinte einer von den Coopers ja, yo, let's go und so, ja, ja, ja. Aber das mit den Bomben fand ich nicht schlecht, ne? Dass ich da ein bisschen, es sah gefährlich aus und ich befürchte, dass ich da vielleicht auch nochmal verkacken könnte. Was geht hier eigentlich ab? Waren hier schon immer drei, ey? Das dachte ich gerade, da lag ein Hähnchen, aber das war nur die verkohlte Bombe. So, also wir machen das so. Genau, damit ich muss das im Bild haben, weil es ist ja auch, das ist ja auch so dieses... Oh, der Sprung, aber auch dieses... Nein, ja, weil ich hab's gesehen. Das ist dann einfach die Aufregung und Adrenalin und deine Mutter und so weiter. Was soll ich gerade sagen? Ja, das ist ja, ich glaube, das ist auch Super Mario Bros. 1 Phänomen einfach, ne? Oder vielleicht gab's das sogar im Original nicht, dass der, du kannst nicht zurücklaufen. Das ist ja auch so, ich glaube, das hat uns in den, und ich hätte hier auch ja noch ein, zwei Leben, aber die Statue meinte ja, mich abzufangen, das ist so tragisch. Ja, ich glaube, das hatte uns ja in den ersten Folgen auch so leichte Problemchen gebracht, dass du kannst nicht mehr zurücklaufen. Ja, aber ja, ich würde das nur als kleines Problem ansehen. Ich würde mich da jetzt nicht zu sehr reinsteigern. Das war jetzt auch gefühlt das erste Mal, wo ich es wirklich eingesetzt habe. Die Tatsache, dass... Wobei, was habe ich eingesetzt? Ich habe nicht wirklich was eingesetzt. Ich habe halt... Ich bin zurückgelaufen. Das macht man selten in Jump'n'Runs, dass man zurückläuft. Ah. Ernsthaft? Ja? Ja, ja? Ist das so, ja? Ist das so? Manche fallen runter, manche nicht. Ist das so, ja? War das jetzt nötig, ja? Mhm. Okay. Okay. Okay, ja. Es ist mir ein Rätsel. Ich habe immer noch keine Konstante. Gut, ich werde jetzt auch mal das Thema beenden. Ja, also... Ist halt wieder die Frage, so, ich könnte mich jetzt eiskalt hinstellen und sagen, naja, ich habe ja vor 3 Jahren in irgendeinem Video habe ich da minimal gespoilert, also könnte ich ja jetzt weiter spoilern, aber sagen wir es einfach mal so, es... Die ersten paar ich hätte doch weiterspringen können. Die ersten paar Staffeln waren aufregend, aber irgendwann hat man dann halt ein System bemerkt und wusste dann am Ende so, ja, okay. Es geht halt, das ist ja kein großer Spoiler. Es geht halt um zwei Brüder und irgendwie sind die 15 Staffeln lang dabei. Und dann möchte man uns irgendwie am Ende einer jeden Staffel weismachen, dass einer von beiden sterben könnte. Und das passiert auch tatsächlich, aber die kommen dann irgendwie immer wieder. Und auch andere Leute aus dieser Serie sind dann... immer wieder irgendwie gekommen, ja. Das nimmt dann natürlich so ein bisschen die Spannung raus, weil es geht ja darum, dass die sich immer in Lebensgefahr begeben und dann kommen sie aber irgendwie immer wieder, ja. Und das war dann so das, was mich so ein bisschen abgefuckt hat. Aber die Staffel 15, die erklärt das tatsächlich, ja. Also, wie gesagt, das ist schwierig, ohne zu spoilern, aber ich kann euch sagen, dass... also, ich bin jetzt gerade bei... keine Ahnung, Folge 4, 5 oder so, die Staffeln haben ja immer so 21, 22 Folgen. Und das ist so Meta, die haben es geschafft, wirklich, ich würde da gern mal so eine Art Spoiler-Talk oder so machen, wo jeder weiß, okay gut, schaut euch das, ihr solltet euch das Video nur anschauen, wenn ihr die Serie gesehen habt oder euch, ja, das nicht interessiert, ob ihr gespoilert werdet oder nicht.
Weil das hat mich wirklich so umgehauen. Die haben quasi meine, und ich denke, vielen anderen geht's auch so, meine Kritik genommen, eben die Tatsache, dass es das alles so vorhersehbar ist, und haben es in die Story integriert und haben quasi dafür gesorgt, dass es auf einmal alles einen Sinn macht. Ja. Ja, mehr kann ich leider dazu nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass normalerweise, bisher hat es eigentlich noch keine Serie geschafft, meiner Meinung nach, aber ja. Also es ist richtig heftiger, wie sagt man, dritte Wand, vierte Wand, durchbrochen Shit. Es gefällt mir ultra und es ist wirklich das Beste, was man machen konnte. Also so viel Selbstkritik, Selbstironie, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, ja. Dass sich, also man muss ja schon sagen, die Charaktere sind sich ja mittlerweile fast wirklich buchstäblich bewusst, dass sie in einer Serie sind und versuchen. Ich würde so gerne drüber reden, aber ich will ja nicht spoilern, aber da, ja, also falls ihr auch zu den Leuten gehört, die sich gesagt haben, die Serie angefangen haben und sich irgendwann gesagt haben, okay, jetzt, das ist mir jetzt wirklich zu blöd, den kann ich wirklich nur sagen, momentan, ja, vielleicht werde ich in einem anderen Hack dann nochmal ein Update geben, wenn wir das zu Ende geguckt haben, aber momentan sieht es wirklich so aus, als ob das perfekt zu Ende gehen würde. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Naja, und falls ihr Supernatural generell noch nicht kennt, dann ja, gehört ihr, solltet ihr einen Kommentar schreiben, damit ich euch blocken kann. Nein, aber ja, es ist schon ordentlich. Besonders dann, wie gesagt, die. Ich habe schon wieder getan. Die ersten Staffeln. Ja, er sollte dann natürlich schon ganz rechts. Ja, das ist immer dasselbe. Entweder der vorne kriegt mich oder der da kriegt mich. Ja, meist. Oder gut, eigentlich hat mich bereits schon jeder von den Fickern gekriegt, ja. Von daher. Aber okay, Leute, ich würde mal sagen, letzter Versuch, Ali. Und dann war's das für heute. Ja, also, es ist wirklich traurig. Wir hatten einen extrem beschissenen Start. Wir haben, glaube ich, mindestens 5 Minuten verschwendet. Wegen dem ersten Level und dann haben wir noch zwei, drei Leben verschwendet bei dieser Kackstatue. Und dann der. Ja, also ich bin aber sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen, dass wir den Hammerbruder nicht nur gesehen haben, sondern dass wir auch direkt was ausgetestet haben, ja. Ist wie gesagt, die Frage, ob das. Weil man. Welcher Charakter, welcher Gegner hat sich hier schon rational so verhalten wie sonst auch, ja. Von daher, ich habe da sichtliche Zweifel und das wäre dann natürlich. Oh, geil! Perfekt. So die Problematik, ne? Dass man. Wenn der sich immer anders verhält, was soll ich dann tun? Dann muss ich diesen. Dann ist eigentlich immer schon Game Over, wenn ich den Pilz verliere, ja. Aber okay, ich pausiere jetzt mal hier. So, ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, die 15. Staffel. Ich habe stellenweise. Es ist stellenweise so gut, dass mir das Angst macht. Ja, also wirklich, das. Man kennt das ja von so vielen Serien, dass die auch vor allem von Endlos-Serien. Jetzt nicht bei Animes, wobei ja da. Ganz ehrlich, wenn man an fucking Dragon Ball denkt und so weiter. Super Saiyajin 1, 2, 3, blau, pink, lila, schwarz. Lächerlich einfach, ja. Ich finde, One Piece hat das ein bisschen besser gemacht, aber da habe ich auch, da liege ich auch schon wieder so 100, 150 Folgen zurück und da habe ich auch spontan was davon gehört, das sind aber diese Shonen-Animes, ja, dieses, oh, wir brauchen einen noch stärkeren Gegner. Okay, aber wie sorgen wir jetzt dafür, dass Ruffy den Gegner besiegen kann? Dann kriegt er noch eine Verwandlung und noch eine Verwandlung. Das geht immer bis ins Endlose, ja. Am Anfang rettet man ein Dorf, dann rettet man eine Stadt, dann rettet man das Land, die Welt, die Galaxie, die Dimensionen, XY, ja, das. Die Leute haben immer extrem Probleme damit, bodenständig zu bleiben. Und auch bei Supernatural hatte man das Problem, dass es. Ja. Es. Sie haben es aber ein. Sie haben geschafft. Sie haben es wirklich geschafft, die Kurve zu kriegen. Und wie sie das getan haben, ist nicht von dieser Welt, wirklich. Also das ist die Staffel 15, sofern ich es jetzt beurteilen kann. Storytechnisch, wie das aufs Finale hinarbeitet, das grenzt schon wirklich an Perfektion. Also da, dementsprechend möchte ich da wirklich nochmal
meinen Hut vorziehen und euch diese Serie und vor allem die letzte Staffel ans Herz legen. Natürlich solltet ihr logischerweise davor die anderen gesehen haben. Also wenn ihr jetzt irgendwie Staffel 7 gesehen habt, und dann solltet ihr natürlich nicht die Staffel 15 schauen, sondern schon Schritt für Schritt schauen. Und was ich dann sagen kann, ist, dass sich das wirklich lohnt. Also zwischenzeitlich, zwischen Staffel 6 und 15, ne, da gab's, es gab super krasse Momente. Natürlich gab's auch Momente, die mich dann abgefuckt haben, wo ich gesagt habe, oh, jetzt ziehen sie das wieder so lang. Und ne, was man hier auch wirklich spoilerfrei sagen kann, ist, dass ursprünglich war es ja immer so, dass der rote Faden extrem gering war. Du hattest quasi erste Staffel, was weiß ich, 22 Folgen, und davon waren 4 Folgen storyrelevant und die anderen waren Nebenmissionen, Filler quasi, ja. Und dann ab Staffel 6 gab es aber irgendwie nur noch, hat sich das komplett gewendet. Also dann waren von 22 Folgen, waren nur noch 3 Folgen Filler und der Rest war Story. Ja, und so das hat mir dann halt auch nicht gefallen, aber irgendwann gab es dann doch so den Moment, wo es mir dann wieder gefallen hat, und dieses Auf und Ab und immer dieses... Die tun am Ende immer so, als wenn jemand sterben könnte, und die kommen dann doch irgendwie wieder, und das hat mich halt abgefuckt. Aber fucking Staffel 15 erklärt es halt einfach, ja. Staffel 15 sagt sich quasi, wir wissen, was euer Problem ist, und wir haben die Lösung dafür. Und es ist keine absurde Lösung. Zumindest nicht in dem Universum. Da macht es tatsächlich Sinn. Und deswegen Hut ab, schaut euch das an, wenn ihr es noch nicht angeschaut habt. Netflix? Fragezeichen. Wir schauen es über Amazon, über den Account meines Bruders, Amazon Prime. Ne, die streiten sich dann natürlich mal lizenztechnisch. Müsst ihr einfach schauen, wo es gerade läuft. Oder ihr kauft euch natürlich einfach alles über DVD, Blu-ray oder so, ne? Ja. In der nächsten Folge dürfen wir tatsächlich mit dem Schloss starten. Das ist auch geil, ne? Auf der anderen Seite natürlich demotivieren, wenn man dann die Game Over geht. Dann wiederum, ich meine, ja, es wird schon gehen. Ich glaube, wir sind mittlerweile so weit, dass wir sagen können, dass wir in einer Folge zweimal die Schloss-Adventures haben können, ja? Bin gespannt, vielleicht ist es ja in der nächsten Folge endlich vorbei. Ja. In diesem Sinne, wie gesagt, falls der Wunsch besteht oder so, vielleicht können wir, es gilt natürlich aber auch für andere Sachen, für Death Note, für One Piece, Detektiv Conan und so weiter, ne? Sehe ich mich schon, ehrlich gesagt, wie ich dann einfach so ein Video mache, wo ich 3 Stunden drüber rede, ja? Wenn euch sowas interessieren würde, dann könnt ihr das ja gerne mal runterschreiben, ja. Also, dass ich mal ab und zu so ein 4-Stunden-Monolog raushaue oder so, das ist ja auch nichts Neues, das könnten wir tatsächlich machen. Die Frage ist halt, wie gesagt, nur, ob das jemand interessiert, weil das wären dann wirklich Herzensangelegenheiten. Also klar, Let's Plays sind natürlich auch Herzensangelegenheiten, aber so wirklich so, ihr habt es ja gerade gesehen, das war jetzt spontan und deswegen ist es okay, aber so, da, wenn man dann so ein Video machen würde, würde man vielleicht nochmal sich vorher so ein bisschen mehr nochmal extra Sachen anschauen und ein paar Stichpunkte machen und so weiter, und ne, das tut dann natürlich immer weh, und ich denke mir dann immer so, umso mehr Zeit ich hinein investieren müsste, umso mehr tut es dann natürlich weh, wenn man dann im Nachhinein weiß, dass sich das kein Schwein anschaut. Von daher sollte die Resonanz, die Hingabe, der Wunsch danach schon sehr stark und sehr stark sein und vom Herzen kommen. Also von daher überlegt euch das bitte ganz, ganz gut, bevor ihr mir dann falsche Hoffnungen macht. Ne? Gab es auch schon Leute, die dann gesagt haben, oh ja, mach das unbedingt, ich schaue das auch direkt, wenn es hochgeladen wurde und so weiter, und 8 Jahre später, die haben sich die Videos immer noch nicht angeschaut. Ja, von daher, ja, das ist mal so viel dazu. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.